leiden mittlerweile immer mehr Politiker an Schizophrenie und Demenz, macht unser Gesundheits- und Sozialminister, der Johannes Rauch von den Grünen, doch recht folgende Aussage. Ihnen ist der liberale demokratische Rechtsstaat ein Dorn im Auge. Das hat er in Herbert Kickl ausgerichtet von der FPÖ. Und mir geht es nicht um die FPÖ oder Herbert Kickl, mir geht es um die Aussage von Johannes Rauch. Ja. Er ist einer von denen, die genau diese zwei Wörter, liberal und demokratisch, am besten aus dem Wortschatz verbannen sollten. Liberal heißt nämlich, dem Einzelnen weniger Einschränkungen auferlegend, die Selbstverantwortung des Individuums unterstützend. Freiheitlich, ja. Also, das haben wir gesehen, wie gut das Ganze funktioniert während der Corona-Zeit mit den Impfskeptikern, ja. Druck, Erpressung, Nötigung und. Super. Deswegen hat man für uns diverse Bezeichnungen gefunden, wie Rechtsextreme, Neonazi, Staatsverweigerer, Volksverräter, Todesengel, Sozialschädlinge war dabei und Demokratiefeinde war dabei und etliches mehr. Apropos Demokratie, ja. Demokratie ist auch so. Benutzen Sie keine Wörter heraus, deren Bedeutung Sie nicht kennen. Guter Tipp. Weil Demokratie kommt vom Altgriechischen her. Demokratia, also Volksherrschaft. Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk. Ja? Und dann nehmen wir ein kleines Beispiel her, mal ganz ein schwaches. Ja? Gendern, einfach das Gendern. Wenn Sie wüssten, was Demokratie bedeutet, würden Sie sich als Sozial- und Kommunikationsminister dafür einsetzen, dass das Gendern abgeschafft wird und nicht weiter dafür unsinnigerweise Stärken verbrocken. Anstattdessen machen Sie noch mit, ja? Und da haben Sie geschrieben, statt Mutter haben Sie geschrieben, entbindende, gebärende Person. Also auf die Muttertagsgedichte bin ich schon gespannt. Der Kammerhofer hat es einmal vorgemacht. Und Mama, Papa heißt nicht mehr, sondern entbindende, gebärende Person. Entbindende, gebärende Person. Naja, etliche Umfragen haben demokratisch oft genug bewiesen, dass Gendern so gut wie keinen interessiert. Also auch die schon fast legendäre Umfrage bei Stern TV mit über 20.000 Umfrageteilnehmern, die was während der Sendung angerufen haben oder mitgestimmt haben. Ja. Nicht nur bei Männern und Frauen, sondern auch bei, wichtig, auch bei den diversen Umfrageteilnehmern, ja, haben sage und schreibe 95,85% kein Gendern wollen. Also ich ehrlich gesagt glaube, dass wir etwas Besseres und etwas Wichtigeres zu tun hätten bei uns in Österreich, ja? Nicht nur in Österreich. Ja? Also als die von stärker bezahlte Zeit der Politiker damit zu verschwenden. Ja? Demokratie. Ich weiß, du kannst es nicht überschreiben.